Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativerse. Leider immer noch ohne Facecam, denn krank und so. Letzten Folgen habe ich es gesagt. Brauche ich nicht wieder drauf eingehen. So, wir haben aber das hier gebaut. Diesen Abschnitt. Und jetzt habe ich mir überlegt, bevor wir hier wirklich hier oben weiterziehen, müssen wir ja das hier noch zumachen. Ne? Das fehlt ja leider auch noch completely. Deswegen würde ich sagen, bleibt mal dran. So, ich war ja mal irgendwann so frei und habe das hier, glaube ich, mal durchgezogen. Es hat ja auch relativ gut gepasst. Also ohne größere Problemchen. Aber jetzt müssen wir erstmal die Brücke hier richtig ranpflanzen. Bis dahin sind wir gekommen. Mal ruhig hier mal so zu. Ziehen das Ganze. Wie habe ich das denn da gemacht? Da muss ich mir mal angucken. Das soll ja relativ ähnlich sein. Genau, da habe ich den einen nämlich weggenommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das mit euch gebaut habe oder ob ich das selber mal so gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier habe ich das sogar schon so rumgezogen gehabt. Oder habe ich das gerade gemacht? Ah, ich weiß es nicht. Ich bin... Keine Ahnung. So. Das geht auf jeden Fall bis oben ran. Passt ja schon mal. Das da ist natürlich ein bisschen kleiner, ist aber auch nicht weiter wild, dass das so ist. Muss ja nicht ganz genau so sein, aber ähnlich sollte es schon kommen. So. Ich würde ja sagen, ich würde erstmal mit der Ecke hier versuchen zu starten. Gut, ich habe das ja diesen, den, ja, wie nennt man es? Die Decke hier von innen. Ich habe immer echt viel verschwendeter Platz, aber ich kann nicht jeden Millimeter ausbauen. Da bin ich ja Jahre beschäftigt. So. Deswegen lassen wir es einfach. Hier gehe ich mal ruhig einen Zentimeter rein. Das heißt, ich muss hier aber auch noch hoch. So. Schön ist, hier frieren wir nicht so schnell. Hat ja auch mal nette Nebenaspekte. So. Ne, alles da. Können wir noch. Warum habe ich denn da? Achso, wegen der hinteren Wand. Das ist aber nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Können wir ja so machen. Und das hier einfach mal so rüber. So. Mal hier. Kleiden wir einfach so aus. Nein, weiter kann ich nicht, ne? Na, ah, da habe ich ja die Dicke. Schade. Wäre natürlich ein netter Aspekt gewesen. Das Einzige. Nee, geht ja auch nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, ist das hier. Um hier quasi so eine kleine Dings zu
erzeugen einen kleinen Hohlraum. Jetzt bin ich ja wieder hier. Machen wir es so. Jetzt muss ich kurz überlegen. Der geht da ja einen raus. Ich überlege nämlich, ob ich hier nicht auch einen rausgehe. Da. So. Das Ganze gestalte. Zack, zack. Und die Mitte. So. Und hier einfach noch ein paar Fenster rein. Sagen wir. Ja, ist auch ganz nett geworden. Passt gut dahin. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Seile besorgen. Oh, jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Meine Güte. Ja, kommt davon, wenn man so schlecht Luft kriegt. Man muss hier durch den Mund atmen, denn nur reden dabei ist gar nicht so. Kein Seil am Start. Mache ich mal hier voll zwei, drei volle Pakete wieder. Brauchen wir Gott sei Dank nicht so viel von. Bin ich auch echt dankbar für. Aber sonst soweit alles, ich glaube schon, oder? Wie viel sieht es mit den Holzplatten? Holzplatten können wir nochmal reinsetzen. Kann man ja immer mal gebrauchen. So. Dann nehmen wir den hier. Weil hier sind wir ja dran. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Irgendwie so. Ist hier auch noch schön rot hoch. Sieht richtig aus, würde ich mal jetzt behaupten. Hier auf jeden Fall die Holztreppen rein. Dann hatte ich zweimal das hier, zwei rein. Ja,
hätte ich das hier. Muss ich nur kurz gucken, was habe ich da für eine Reihe gemacht, ne? Den habe ich durchgezogen. Den habe ich durchgezogen. Okay, erstmal dahin. Ja, es lohnt sich jetzt einfach nicht dieses Copy and Paste Kacke. Ja, muss man ja. Das geht so, glaube ich, schneller und spare ich mir ein bisschen die Dinger auf. Aber auch nur ein bisschen. Es sind ja hier keine Entfernungen. Also dass wir das gut hinbekommen. Zack. Hier runter. Hier runter. Und da runter. So, Fenster. Und fertig ist der Lack. Das Loch füllt sich langsam, aber sicher. Warum machen wir das übrigens? Ja, weil hier vorne, da oben soll auf jeden Fall wieder so ein Eyecatcher hinkommen, so ein Hingucker. Aber der muss ja auch erstmal quasi auf einem stabilen Fundament sein. Deswegen tun wir das. Und da sind wir, glaube ich, auch hier richtig an der richtigen Adresse. So, warum habe ich die da hingesetzt? Aus einem ganz bestimmten Grund. Die will ich hier nämlich weiterführen. Der soll hier durchgehen. Na, gar nicht bis ran. Ich meine nur so, jetzt geht schon wieder die Sonne unter hier. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Ich habe, glaube ich, etwas verspätet am Tag angefangen. Und daher alles gut. So. Sind quasi wieder so mehrere Ebenen, die hier entstehen. Davon haben wir nicht mehr viel. Da hätten wir mal was reinhauen sollen. Davon hätte ich mal was reinklatschen sollen. So. Aber ihr sagt ja auch nichts. Zack. Sieht cool aus, oder? Das Ganze mal so mittig quasi setzen. Klar, ich könnte jetzt hier mit den neuen runden Säulen wahrscheinlich auch ordentlich was machen, aber was bringt es mir denn? Wenn ich da jetzt hier anfange, gar nichts. Dann kann ich doch lieber so arbeiten. Um das Ganze hier schön zu mauern.
Das ist ja im Verhältnis zu da drüben hier ein ganz anderes Bauwerk, deswegen können wir hier auch ruhig mit anderen Mitteln arbeiten als da drüben. So. Kommen wir hier nur nicht mehr durch. Lupe an. Ach, ist schon an. Sieht ja schon mal ganz nett aus. So, aber den Punkt hier vorne brauchen wir trotzdem. Also das hier. Das habe ich mit dem Dach gemacht, okay. Hoffe nur, es passt vom Platz her, wie ich mir das vorstelle. Warum ich die Dinger da hinsetze, werdet ihr später noch sehen. Kommt dann ungefähr hin. Hier habe ich einen. Hier habe ich auch einen. Na, geht genau darüber. Müssen wir mal gucken, ob das passt. Wenn nicht, dann müssen wir den noch weiter vorziehen. Dann hieß das so, dann können wir da nichts machen. Ist aber auch nicht schön. Jawohl, verbindet sich nicht. Oh, langsam, aber sicher nimmt's Form an. Jetzt nicht verkehrt, oder? Wenn wir uns das im Ganzen angucken. Nehmen wir hier runter auf die Treppe. Das ist sowieso nichts. Ja, gut, das da, das ist jetzt so. Ja, wie soll ich sagen? Ja, so Zeitvertreibteil. Von dem her sollte eigentlich alles okay sein. Wie gesagt, hier müssen wir dann später mal gucken. Dann können wir hier in den nächsten Folgen, wenn ich dann das da quasi rüber kopiert habe, können wir hier das Mittelding mal zukleistern. Aber das alles nach und nach und nach. Also sind wir ja noch um einige Schritte von entfernt, würde ich mal sagen. Deswegen auf jeden Fall danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!